Finde ein altes Camp und nimm zurückgelassene Gegenstände auf. Okay, da in die Richtung. Okay, dann mal los. Aber wir können auch schleichen. Ah, guck mal, wir können auch so dran vorbei. Guck mal. Und so dranhängen, das ist ja geil. Das ist ja geil. Und das mitten in der Nacht jetzt. Na gut, wir machen das mal. Ja, wir sind der Häuptling. Das ist der Schweizer Stamm. Oh Mann. Okay, ich gebe mal ein bisschen Gas hier. Wir können natürlich auch jagen, etc. pp. Ne? Wir machen da nicht mit. hart. Das ist echt hart. Ich gehe mal hier auf die Seite. Wir gehen lieber unter. Ich höre irgendwas. Mal ganz kurz was gucken. Ich würde gerne nicht mehr mal was ausblenden. Wenn möglich. Interagieren. Feuer, zielen, Kamera, Schnellzugriff, Heilungsmenü, Kriegsparteimenü, mein Gott. Chat, T. Grafik, Ton. Oh, Streamer-Mode. Sollten wir vielleicht mal anschalten, ne? Warte mal kurz. Kleinen Chat anzeigen. Nein, will ich nicht. Den machen wir mal aus. Brauchen wir nämlich nicht. Ja, komm. So, besser. Ja, besser. Die armen Ureinwohner. So jemanden wie Ed zum Häuptling zu haben. Ja, guck mal, wie elegant ich mich hier an der Seite hangeln kann. Kann mich auch auf die andere Seite lehnen. Guck dir das an. Alles super. Hier ist das alte Camp. So, Winnetou. Verdammt. Dieses Massaker ist das Werk der Bande von Alejandro Astol. Das ist ihre kranke Art. Ich muss Alejandro Astol verhören, um zu erfahren, wer der Bastard ist, der ihn geschickt hat. Ja, die wissen, dass das nichts wird und müssen in ihren sicheren Untergang gehen. So, finde und verhöre Alejandro Astol aus Misery Forest Camp. Okay, aber erstmal steigen wir mal kurz ab. Speichern. Du kannst das Spiel nur dann speichern, wenn du dich an einem sicheren Ort befindest. Zu den sicheren Orten gehören befreundete Camps, Lager vor einem Außenposten. Und jeder Ort, der eine ausreichende Entfernung zu einem Feind hat, egal ob Mensch oder Tier. Das Verlassen des Spiels ohne erfolgreiches Speichern kann zum Verlust jeglichen Fortschritts seit deiner letzten Speicherung führen. Du erhältst eine Warnung, wenn du versuchst, das Spiel an einem unsicheren Ort zu speichern. Okay. Alles klar. So, wir schauen mal, was hier los ist. Ich gucke mal. Ehrlich gesagt... Danke, jetzt muss ich das Lied von Lady Gaga denken. Hä? Lady Gaga? Wieso? Was ist mit Lady Gaga? Plündern. Später fragt er, warum er nicht speichern kann. Guck mal, was wir hier alles haben. Todesfalle. Vergiftete Spitzen. Dann, gut gemachte Pfeile. Dann Sinnoh Beckett Row. Gunpowder. Also Schießpulver. Soundway Baits. Köder. Also wie gesagt, das ist alles ein bisschen denglisch. Ist auch noch in Early Access. Busch Hideout. Erzeugt Büsche, die als Versteck benutzt werden können. Aha. Kann sich auch tarnen. 120 Gesundheit innerhalb von 60 Sekunden. Alles klar. Okay, alles nehmen. Halte 2, um das Auswahl... Was? Um die Auswahl benutzbarer Gegenstände zu öffnen. Heilung, Fallen, etc. Okay. Aha. Köder, Fallen, Gunpowder, Big Spike Trap und Heilung. Alles klar. Okay. 1 und 2. Da haben wir nämlich den anderen. Nehmen wir schon mal den hier. Hi, Olli. Grüß dich. Ich würde mir am liebsten die Zeit vertreiben und bei Tag rangehen. Plündern näher, okay, aber gut. 400 Meter. Ab auf den Gaul. Olli, hast du die Fotos bekommen? Super. Da geht's nicht lang. Wie kommen wir denn da hin? Gucken wir mal auf die Karte.
Da ist ein Außenposten. Warte mal, wo sind wir denn überhaupt? Wir sind hier. Hier ist ein Außenposten. Entzünde das Lagerfeuer im Außenposten, um dahin reisen zu können. Okay, da sollten wir vielleicht das mal durchaus mal anmachen und dann hier rum und dann dahin. Ja, dann gehen wir mal dahin und versuchen mal das Feuerchen da anzumachen. Weil bei Nacht ist das, glaube ich, hier nicht so gut. Ja, das brauche ich mir. Ja, perfekt. So gut, Olli. Dann kriegst du das von mir. Das Kabel. Irgendwo muss hier doch. Außenposten. Du kannst eine Schnellreise zum nächstgelegenen Außenposten mit einem brennenden Lagerfeuer aus zu jedem anderen Außenposten mit einem brennenden Lagerfeuer oder befreundeten Lager initiieren. Entzünde die Lagerfeuer der Außenposten, um die Schnellreise von zu ihnen zu ermöglichen. Alles klar. Dann schauen wir mal, wo das hier ist. Kann nicht mehr so weit weg sein. 21. Was ist denn? Moment. Wir steigen mal ab. Das hier. Das ist unser Punkt und das hier ist der Außenposten, ne? Genau. Lagerfeuer entzünden, okay. Ausruhen und speichern. Okay, dann speichern wir doch gleich mal. Das Spiel hätte ich auch schon im Auge. Ist interessant. Was machst du, wenn das Feuer ausgeht? Keine Ahnung, Colonel Logan. Anscheinend ist das unendlich. Einmal brennt, immer brennt oder sowas. Wie anmachen? Ja, dann geht wie von Zauberhand. So, okay. Also, wir sollen jetzt zu diesem komischen Camp. Dann wollen wir mal. 500 Meter, wir sollen den verhören. Forest Camp. Dann gebe ich mal Gas. Weil ich finde den Aspekt auch ganz geil, dass man auch jagen kann und sowas. Das finde ich auch ganz cool. Und dass du deine Krieger hast, die für dich auch. Sachen rankarren. Ne, momentan nicht. Alles gut. Ich habe sogar die Paradiescreme von vorhin gut überstanden. Jetzt hängt er gerade. Also das Spiel. Trete in das Gebiet von Misery Forest Camp ein. Okay. Ein Krieger aus den äußeren Ländern hat sich Oth Omtada angeschlossen. Okay, ist glaube ich nicht so gut. Hier sind doch Pflanzen, ne? Warte mal kurz. Moment. Flachs. Komm, nehmen wir mit. Ja, schaden kann es ja nicht. Halt, 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 halt. Brrr. Er muss die Schweizer Pillen nehmen zum Anmachen, dann steht das Feuer länger. Ja, und genau, es ist noch Early Access. Ist halt teilweise noch Denglisch und also Englisch, Denglisch, Deutsch und alles ein bisschen kompliziert. Aber es ist auf jeden Fall interessant. Halt. Brrr. Na, nochmal Flachs. Flachs können wir gebrauchen. Okay, wir reiten mal hier rum. Bin mal gespannt, wie wir da rankommen wollen. Können wir irgendwie mal die Kamera wechseln? Nee, leider nicht irgendwie. Können aber uns so mal hinpacken. Schon mal ein bisschen tarnen. Ja, Olli ist auch dran. Ist, glaube ich, auch drinne. Ja, bremst mal. Mal ganz kurz gucken. So, warte mal. Bewegungsunschärfe, ja, hast recht, ist drin. So, zack. Raus damit. Das ist immer so ein bisschen nervig. Ich steig mal hier ab. So weit ist es nämlich nicht mehr. Man kann, also wenn ich es auf realistisch spielen würde, würde man auch Beinbruch und sowas haben und so weiter.
Kommen wir denn hier mal gescheit runter, ohne uns die Knochen zu brechen? Hm, da ist das Camp. Ich sehe schon. Wenn wir ein bisschen geduckt gehen. Hals und Beinbruch, was, Ed? Ja, ach, Colonel! Alter, Colonel! Du bist... Der Sinn des Spiels ist, du bist Indianerhäuptling und du musst einen Widerstand leisten. Also gegen die Siedler hier, die dir dein Land wegnehmen wollen und so weiter. Und du musst halt dein Gebiet erweitern, deine Krieger da anheuern, dass sie für dich sammeln gehen, kämpfen etc. pp. Und ich bin halt hier der Winnetou. Wir schleichen mal hier runter. Da laufen sie schon zwei. Mindestens drei, vier Leute, die da hinten rumeiern. Das gefällt mir nicht. Ah, wir können noch weiter runter, okay. Warte mal, wir haben doch die Möglichkeit, uns zu tarnen, ne? Wie aktiviere ich das Ganze? Wir können... Verstehe. Wir können uns da halt einen Busch... Ich dachte, wir würden uns jetzt damit einwickeln oder sowas. Alles klar, gut zu wissen. Ja. Bin ich gespannt, wie wir die jetzt wegmachen wollen. Also, ein Mann gegen... ich weiß nicht, es könnte ein bisschen hart werden. So, Verhör. Das Töten ist nicht alles, was man mit dem Feind im Nahkampf tun kann. Wenn du einem Feind nahe genug bist, kannst du ein Verhör durch F auslösen. Okay. Während des Verhörs kannst du nützliche Informationen erlangen. Beachte, dass der Anführer des Camps mehr weiß als andere Mitglieder. Ein Verhör kann durch Töten oder Betäuben des Feindes beendet werden. Wenn dich der Feind entdeckt oder wenn er dich deiner Anwesenheit bewusst ist, kannst du ihn nicht sofort ergreifen. Du musst zuerst seine Gesundheit auf 16% reduzieren. Den Prozentwert kann durch das Erlernen von Fähigkeiten erhöht werden. Okay, alles klar. Verstehe. In Ordnung. So, nehmen wir mal hier die Büsche hier weg. Und versuchen uns da mal näher ranzuschleichen. Sei ein Ziel, ja. Ich versuch's ja. Wir können auch mal was bauen. Fertigen. Warte mal, was haben wir denn hier? Köder. Nicht genügend Objekte. Okay, nicht genügend Zeugs. Haben wir hier. Wir haben ein paar Punkte, um was zu lernen. Verstärker, Erneuerung. Was brauchen wir denn? Gifte. Ressource. Close. Durch Flachs. Seile. Okay, dann machen wir mal hier so ein Seil. Und wir können auch Punkte ausgeben für neue Sachen. Okay. Bögen. Ashbow. Ach, das sind diese SP-Punkte, verstehe. Hunterbow. Kriegsbogen. Pfeilen. Boah, ist ja Wahnsinn. Mahlzeiten. Ressource. Campfire. Wood und Flint. Ich nehme das mal mit. Man weiß ja nicht, wozu es gut ist. Häuptlingsschla... Genau, ich bin eher der Rambo-Typ. Genau. Das ist richtig. War ich schon immer. Schleichen ist echt nicht mein Ding. Schleichen ist was für Pussys. Wollen wir Wetten abschließen? Ja, ich weiß, Winnetouch. Ist schon klar. So, was glaubt ihr? Schaffen wir es? Oh, Buckbosch. Keine Ahnung, was es ist, aber wir sammeln es erstmal ein. Achso, das Ding. Ja, nee, das kann ich nicht machen, ey, ganz ehrlich. Das geht nicht.
Black Flux. Und hier sind echt viel, viel Zeug zum Sammeln. Also ich sehe da vorne mindestens 3. Hickory. Okay, da können wir vielleicht noch ein paar Pfeile machen. Hier ist ja echt gutes Zeug. Ja, wie gesagt, ihr könnt Wetten darauf abschließen, ob ich entdeckt werde oder ob wir es irgendwie hinkriegen. Ich tendiere, ihr könnt echt mal Wetten darauf abschließen. So, was ist das hier? Pilze? Pilze. Fliegenpilze. Spiegelt aber seine Spielweise wieder. Boah, das sind echt viele. Warte mal, wir haben doch eine Möglichkeit, hier was zu machen. Das ist das. Soundbait, was ist das? Stößt 30 Sekunden nach Ablegen ein lautes Geräusch aus. Ein Köder, okay. Köder. Hatten wir nicht die Möglichkeit, irgendwie zu locken? Okay, da läuft einer. Wir versuchen die mal irgendwie ranzukommen. Mal sehen, ob wir den kriegen. Ich meine, wenn der... Da ist er. Dreht er um. Guckt sich um. Jetzt buddelt er da. Entdeckung. Feinde benötigen einige Zeit, um deine Präsenz zu entdecken. Meinen kannst du dich im nächsten Blattwerk verstecken oder schleichen. Alles klar, dann gehen wir mal runter. Okay. Lass sie da buddeln. Ich versuche mal von hinten da ranzukommen. Und nein, das muss ich muss von hinten da ran. So, was macht er jetzt? Der gräbt schon ein Loch für dich. Ja, ja, ich befürchte auch. Jetzt schnell, 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 schnell. Hey, please. Stop. Don't kill me. Okay, lähmen. So, Einschüchterung. Du kannst betäubte Feinde durchhalten. F einschüchtern. Eingeschüchterte Feinde kommen niemals zu irgendeinem Camp in der Gegend zurück und dein Ruf wird sich verbessern. Okay, good to know. Was haben wir denn? Plündern, einschüchtern, töten oder ziehen? Erstmal plündern. Ich wollte eigentlich plündern. Na egal, wir haben einen gekillt. So, plündern. Töten. Einen haben wir schon mal, das ist schon mal gut. Ah, okay, irgendwas ist hier. Scheiße! Boah, der steht direkt daneben, der steht direkt hinterm Baum. Der steht... Everyone get ready. Wow. Here they are. What? Okay. Yeah. Okay, runter, 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 Alter. Oh. Wie gesagt, Rambo ist, ne, ihr wisst Bescheid. Ich weiß nicht, ob das der, also noch ist es nicht der Richtige, den wir hier irgendwie verhören sollen. Aber wenigstens haben wir schon mal zwei aus dem Weg geräumt. Das geht doch. Es geht. So, vielleicht können wir ja was bauen. Mal schnell Pfeile. Pfeile. Wooden Arrow. Ja, sehr gut. Ist
nicht unser Pferd, ne? Nee, ist nicht unser Pferd. Wir gucken mal. Was macht denn das Pferd hier? Shit, 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 shit. Doch. Nee, ist nicht unser Pferd. Da ist noch... Oh, da sind zwei. Zwei Typis. Ich weiß nicht, welcher unser Gegner ist. Das ist das Problem. Also unser Ziel. So weit war ich noch nicht beim ersten Mal hier. Da hinten ist... Oh, da ist ja noch einer. Hinter dem Zelt habe ich gesehen. Wie gesagt, ich sammle erst... Oh, shit. Da ist auch noch einer. Oha. Oh, 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 oh. Eieieiei. Okay, komm. Runter, 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 runter. Du siehst uns nicht. Ja, ich hab's mal einmal schon mal für eine Stunde angezockt. War ganz interessant, weil ich kam mit der Steuerung nicht ganz klar. Wie gesagt, so weit war ich hier noch nicht. Also aus dem Lager, aus unserem Standardlager bin ich nicht rausgekommen. Ja, ich kenne das Spiel nicht. Bis hierhin kennt ich... Ja, ich habe es nicht gekannt. Das hier ist für mich jungfräulich. Da steht einer. Komm, wir versuchen uns zu kaschen. Ich würde den ja am liebsten... Warte mal, wir können ja anlocken. So ist es ja nicht, aber... Wo einer ist, sind vielleicht noch mehrere noch dazu. Na komm. Dreh dich nicht um. Wir holen dich so. Ach, wir sind überladen. Auch das noch. Oh Gott. Moment, ich muss mal irgendwie hier was machen. Moment, Moment, wir haben... Wie kommen wir denn jetzt auf Inventar? Inventar, da oben. Alter Falter, okay. Wir sind etwas überladen. Wir haben Munition, wir haben Gunpowder, wir haben irgendwie... Leaves, Flux haben wir auch noch. Kriegsbemalungen... Fertigen, warte mal, ich guck mal. Nur bekannt. Wunden, Mahlzeiten, Heilungen. Ressource, Campfire. Verstärker. Okay, wir müssen den mal irgendwie wegbekommen. Jetzt geht der rein. Also bis jetzt ist das sehr, abenteuerlich. Oh, shit. Shit, shit, shit. Gleich ist er tot. Ah! Geh weg, dreh dich weg. Oh, plündern. Wir können hier plündern. Das ist... warte mal. Wir probieren mal ein bisschen was aus. Ich habe dieses Soundbait. Also diese Dingsfalle. Diese Unlock-Dings. Gucken, ob das irgendwie... Jetzt hocken ihn alle da hinten. Okay. Hat ja super funktioniert. Nicht.
Können wir das wieder einsammeln? Nee, verbraucht. Shit. What was that? Oh doch, okay. I'll check it out. Ah. War doch einer. Alter, sind wir überladen? Wenn ich wüsste, wer der Typ ist, wen wir hier brauchen. Okay, komm. Schade, dass die KI so dumm ist. Ist denn da ein Pferd oder was ist da? Nee, das ist ein Typ. Oh, shit. Hahaha. Na, ganz so dumm sind die auch nicht. Ich gucke mal, ob ich den jetzt irgendwie wegpusten kann. There's an enemy. I gotta get down. Hey, treff ich? Okay, den habe ich getroffen. Hey, there's an enemy. Also langsam wird's eng mit den Pfeilen. Here they are. Everyone get ready. Okay, jetzt haben wir enemy spotted. Here they are. Everyone get ready. Oha. Hey, over there. Enemy. Warum schießt der denn nicht? I saw them. They're out there. Schieß doch. Hey, the enemy's here. I'm pinned down. Der schießt nicht. Er muss erst laden, ich werde irre. Er muss erst laden. Here they are. Everyone get ready. Bam. Jetzt habe ich. Okay, lad doch. Ach, das ist ein Dings. Jetzt verstehe ich. Okay, die haben wir auch. Oh, Alter. Okay, verstehe. Moment, ich muss mir erstmal irgendwie Heilung oder sowas reindrücken. Mahlzeiten. Zehn Gesundheit. Oh, dringend Leben. Unten ist übrigens unsere Lebensanzeige. Wir haben halt nur irgendwie den Colt jetzt. Ich will aber unsere Sachen auch nicht wegschmeißen, weißt du? Wo sind denn die Leichen jetzt? Death Cap. Ist gerade irgendwie. Plündern, aha. Oh, was hat der denn? Eine Bonds 07. What was that? Leider sehe ich auch gerade keinen. Irgendwo ist noch einer. Da. Who's there? Okay, einen haben wir. Unknown. Everyone get ready. Here they are.